So. So, dann gehe ich mal darüber. Den lasse ich erstmal. Süße Träume. Man kann sich auf niemanden mehr verlassen. Oh shit, die stehen da drunter. Was ist hier? Tut mir leid, Leute. Ich hab hier noch was aufzubauen. Ey, da stand gerade, dass es sicher ist. Aber alles kein Problem. Bekomme ich hier vielleicht mehr Basisinfos über eure Ignorieren. Ich sehe mich nur um. Zeig mir Basisinfos. Mit ein paar Netzen lässt sich das beheben. Kein Basisstandort. Vielleicht beim nächsten Ansitz. Bin zurück, Yuri. Sprich weiter. Ich habe die Anhänger der Flamme zu einer verlassenen Klinik in Chinatown verfolgt. Gemeinsam finden wir vielleicht ihren Boss. Damit du sie auch zum Sterben zurücklässt? Nur wenn es sein muss. Hör mal, diese Sekte muss gestoppt werden. Komm mit, dann geht's leichter. Nee, nee, erstmal ist das da drüben. Wenn ich mitkäme, könnte ich sie im Auge behalten. Das ist kein Foto, oder? Ich übernehme jetzt Pete. Pete! Peter Parker! Der alte Peter. Unglaublich viel bewirken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay, bis dann. Oh, Miles. Hey, Ma. Komm her und setz dich. Ich wollte einfach nur sehen, wie es dir geht. Alles okay? Okay. Wirklich, alles gut. Okay. Es ist gerade einfach echt viel los. Ich muss mich in der Stadt um so viel kümmern. Ich habe mega Stress wegen dem College-Aufsatz. Pete hat selbst genug zu tun. Und Lee. Lee ist noch da draußen. Macht dir das keine Sorgen? Natürlich macht mir das Sorgen. Aber... mir liegt viel an diesen Reformen. Ich muss Dinge loslassen, die mich nicht voranbringen. Und mich darauf konzentrieren, wo ich hin will, nicht wo ich war. Entiende lo que te digo? Ja.
Aber Lee? Den kann ich nicht loslassen. Angela, ich muss dich zurückrufen. Ausgesperrt? Du hast doch einen Schlüssel. Oh. Nein, nein, ich verstehe schon. Ich mache ein paar Anrufe. Okay? Mom, soll ich hingehen? Hast du mir nicht gerade gesagt, wie viel du zu tun hast? Ja, aber für meine Nachbarn habe ich immer Zeit. Ich nicht. Ich habe für meine Nachbarn keine Zeit. Okay, Ma. Wohin muss ich? Harlem Cultural Center, 116. und Convent. Es geht um eine Freundin Angela. Sie will als Kuratorin einem zukünftigen Spender eine Privatführung geben. Doch das Sicherheitssystem hat sie ausgesperrt. Ups, wie peinlich. Angela hat eine Reihe an Stücken für eine neue Musikausstellung zusammengestellt. Aber es fehlen die... Halt zu viel Abstand, wie es geht von den Nachbarn. Das Museum vielleicht dicht machen. Ich schau, dass sie reinkommen. Also meine Nachbarn sind... Ich weiß nicht. Als sie noch Single war, neben mir wohnt eine Thailänderin. Die wird ungefähr in meinem Alter sein, die Single. Und ich kann euch sagen, die hat öfters geklingelt, hat mir einfach Essen vorbeigebracht, ohne Scheiß. Die hat einfach geklingelt, hat mir was zum Essen gegeben, dies, das. Dann wollte sie, dass ich ihr Fahrrad repariere, das habe ich dann auch gemacht. Dann die Sicherung auswechseln, das habe ich dann auch gemacht. Und dann hat sie geklingelt. Sie wissen ja, wie viel mir am Erhalt und dann hat sie mich gefragt, ob ich zu ihr reinkommen möchte. Und ob ich in ihrem Schlafzimmer einen Schrank aufbauen kann. Man kann es jetzt so und so sehen, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich rausfinde, was los ist. Ne? Ich muss die Schalttafel finden. Und seitdem meine Freundin bei mir wohnt, ist die, das so hat sie meine Freundin erzählt, sie sagt nie Hallo zu meiner Freundin. Und ist, ignoriert meine Freundin komplett. Und ihr könnt euch vorstellen, seitdem meine Freundin hier bei mir lebt und wir hier zusammenleben, spricht sie kein Wort mehr mit mir und hat mir auch nie wieder Essen vorbeigebracht, ne? Ich sollte zuerst aufs Dach. Genau. Na bitte, die Schalltafel. Die Relais sind überlastet. Aber gut. Ich muss zum Reparieren rein. Ich habe nie was getan. Dann fixen wir mal. Ich war immer lieb und nett. Das war wohl ein Stromstoß oder sowas. Wer sind diese Typen? Der Alarm wird nicht ausgelöst. Der EMP hat das System flachgelegt. Wir sind hier ganz allein. Nur noch das Schloss aufbrechen und wir sind drin. Deswegen ist Angela ausgesperrt. Ich sollte das System zurücksetzen, reingehen und die Typen aufhalten. Das geht noch. Ah. Ich reparier's schnell. Geschafft. Aber null Reaktion vom System. Ich muss die anderen Relais finden. Hey, Miles. Ich war in allen Priestasylen. Keine Spur von Martin Lee. Danke. Warum ließ ich ihn entkommen, wo ich da... Du weißt schon. Wo du was? Ihn zur Strecke hätte bringen können. Ach ja. Keine Sorge. Ich suche weiter. Dann muss es was Wertvolles geben. Zum Laufen. Gut. Aber keine Reaktion. Gibt wohl noch mehr Relais. Saxophon und Trommel sind schon im Laster, oder? Ja. Aber wir haben Zeit. Noch sehr viel Platz im Laster. Ich muss mich an denen unbemerkt vorbeischleichen. Erst mit einer Instrumente. C-Dur.
zusammen, Mann. Lass mich jetzt nicht im Stich. Was macht der? Du schaffst das. Bei dem Kerl ist noch ein Schacht. Hä? Ich hab doch im linken Klo die Spülung gedrückt, oder? Oder was ist hier los? Hab ich irgendwas verpasst? Ich glaube, der ist irgendwie taub oder so. Miles, alles in Ordnung? Es gab keine Ahnung, oder dumm. Ich glaube, der ist dumm. Schau dir die Instrumente an, wenn du da bist. Ist gut fürs Studium. Ma, ich studiere Musiktechnologie. Computer sind meine Instrumente. Menschen lassen durch Musikinstrumente ihre Seele sprechen. Beim Mixen oder Samplen musst du genau hinhören, um die Seele einzufangen. Ein Computer kann das nicht. Weißt du, wie alt du gerade klingst? Du meinst wohl alt und weise. Ist jetzt stärker. Sieht aus, als gäbe es noch ein Relais, das aktiviert werden muss. Oh Mann. Das muss durch den ganzen Raum so hindurch. Muss ich rüber. Da ist einer. Hier ist einer. Nehmt die letzten Sachen und macht es. Der da. So, da muss ich jetzt rüber. Wer macht hier Musik? Du musst da rüber, du Idiot. Stolpert hier irgendjemand rum? Letzte Relais einschalten. Dann muss ich zur Laderampe. Ich muss dafür sorgen, dass die Typen nicht damit davonkommen. Was zum... Arto, weg hier! Gut gemacht, Spider-Bot. Spidey! Jetzt bin ich dran. Kann jetzt endlich mal rein, jemand zusammenschlagen oder so? Aber das ist nicht eine Option. Endlich offen, aber es fehlt ein ganzer Haufen Zeug. Das ist alles hinten auf den Laderampen. Und da wird's auch bleiben. Schnell, nichts wie weg hier! Los, los, los! Hol dir Spider-Man! Der Boss meinte, es wäre ein leichter Job. Und jetzt ist Spider-Man da! Egal, mach dich fertig! Euer Boss soll gefälligst die Finger vor meinem Gürtel lassen. Schlag zu. Oh shit, es kommen noch mehr. Halt ihn fest. Sei in einer Stunde am Treffpunkt. Halt ihn nicht. Shit, jetzt hab ich. Aha. Okay. So, die Mega-Video ist ein Starschuss. Voll ist okay. Mhm. Ich muss die Laster stoppen. Muss ich mich entscheiden. Gebt auf, Leute! Ihr kommt nicht davon! Irgendwas nach ihm werfen! Spiel doch mal!
Wollt ihr es also auf die harte Tour? Könnt ihr haben! Bin ich jetzt hier ein Surfer oder was? Objekte von einem Truck geborgen? So ein Chaos. Bedauere, Angela. Das war's mit dem Deal. Angie! Das war's mit unserem wichtigen Spender. Es gibt doch die Spendengala. Wenn wir den zweiten Truck nicht finden, gibt es keine Ausstellung. Und ohne Ausstellung auch keine Gala. Und ohne Gala muss das Museum schließen. Schade. Dazu wird es nicht kommen. Versprochen. Hier. Das hat Clyde Stubblefield gehört. Dem ursprünglichen Funky Drummer. Weißt du, wie oft seine Sachen gesampelt werden? Er hatte so großen Einfluss. Eine direkte Linie von Funk zu Hip-Hop. Vielen Dank. Und keine Sorge, ich finde die restlichen Objekte. Danke. Ich sollte mich bei Pete melden. Eine Kracherfrage. Hey Bro, hast du Zeit? Na klar. Harry ruft gerade an. Ich muss rangehen. Reden die Frage muss ich nicht beantworten. Klar dann. Bis dann. Hey Pete, ich bin bei der Stiftung. Keine Spur von Dr. Connors, aber... Die ist richtig, richtig. Weiß nicht, was soll ich jetzt sagen? Wie ist die Frage? Die ist nicht fair, die Frage. Nur Eier und Fisch? Echt? Würdet ihr Fisch zu Fleisch dazu zählen? Jetzt mal meine Frage. Dann würde der Bizeps schrumpfen. Ja, das kann gut sein. Ich habe mir heute schon wieder einen richtig geilen Burger gegönnt. Na? Schönes, geiles Rindfleisch. Fisch ist für sich. Okay, genau. Weil es gibt welche, die sagen, Fisch zählt dazu, dann wiederum nicht. Deswegen wollte ich euch fragen, was eure Meinung dazu ist, na? Ah, Fisch ist geil, oder? Gibt es jemanden, der nicht Fisch ist hier? Fische, ey. Boah. Boah, Fisch ist geil, oder?
Als Vegetarier, als Veganer nicht. Als Veganer darfst du ja gar keine tierischen Produkte essen, ne? Ich weiß gar nicht, wie soll es funktionieren? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, jetzt stellt euch mal vor, als Veganer Brot und Wasser. Hey. Keine Chance. Auf Fleisch verzichte ich nicht. Auf Fisch auch nicht. Noch nicht. Ich wollte anrufen, wenn sie dort ist. Ich, nee. Keine Chance. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe im Büro nach. Komm bitte, sobald du kannst. Erschreck mich doch nicht so. Fleisch. Einen geilen Burger essen. Jetzt stell euch vor, dürft kein Fleisch mehr essen. Keine Steaks, keine Burger, kein Chicken, keine Schnitzel. Na? Morgen gibt's wieder Schnitzel. Boah! Keine Würstchen. Alles wäre doch grauenvoll. Gib mir doch einfach den Kristall und ich verschwinde hier. Sorry, Leute, aber ohne den Sandkristall gehe ich nicht. Ja, doch, mal ehrlich. Das ist doch krass. Oder wenn du vegan bist, darfst du ja keine Milch trinken, ne? Wie machst du es dann mit den Cornflakes? Ich okay, bin jetzt umgestiegen nach 5 Jahren. Ich habe meine Haferflocken jetzt 5 Jahre lang immer nur mit Ding gegessen. Mit Wasser. Na, Wasser, Himbeeren. Und ich esse jetzt meine Haferflocken seit 2 Wochen mit Milch. Na? Wenn ich Veganer wäre, könnte ich das ja auch nicht, ne? Ich sage, sie sollen uns in Ruhe lassen. Darfst ja gar nichts als Veganer. Darfst höchstens die Wiese essen. Ein paar. Löwenzahn pflücken. Dann ist Fisch auch verboten. Haferflocken. Nee, ein Mixer. Ich habe alles in den Mixer rein und das war dann teilweise wie ein Brei. Ja, ich habe es getrunken immer. Mit Himbeeren. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und so war mein Frühstück 5 Jahre lang. Und jetzt habe ich noch zu den Haferflocken noch mal Schokomüsli mit rein. Dann noch mal so Zimtringe, dann noch so Schokopops und dann halt noch die Milch. Brauchst gerade etwas süßer wie sonst, ne? Und ich habe auch eine Zeit lang immer, habe ich mir Porridge gemacht. Aber ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe das jetzt mal einen Monat gemacht, jeden Tag. Ich bring dich hin. Ich schulde dir. Ist gut, aber irgendwann mal. Ich. Nee. Discord. Köfte. Ja, das schaut echt lecker aus, ey. Das schaut lecker aus. Porridge. Na ja, es ist Brei, aber ich hab die Haferflocken, das was du meinst mit Wasser, also quasi Brei. Also für mich ist Porridge, wenn ich das koche. Weißt du, was ich meine? Und so wie ich das gemacht habe, vorher die ganze Zeit, das war ja ein Mixer. Das war ja Wasser, Haferflocken und ein paar Himbeeren. Deswegen sage ich ja, das war ja teilweise im Brei. Und so wie ich sie. So. Porridge machst du ja. Ich finde, das kocht man. Weißt du, was ich meine? Meine Katze.
Weißt du, was ich hinaus will? Also Porridge ist für mich Haferflocken in dem Topf, dann mit Milch oder Wasser. Genau. Und ich hab ja, das war ja eher, ich weiß nicht, ein Mix, gemixter Haferbrei-Mix mit, keine Ahnung. Und da sind wir. Die Profis übernehmen jetzt. Ramsay. Nee, das habe ich mir woanders abgeschaut. Danke. Diesmal nicht von Ramsay, sondern von dem, wie heißt er, ist auch ein Engländer. Oliver, wie heißt er? Ihr wisst schon, wen ich meine, hundertprozentig. Der hat ja damals McDonald's oder so verklagt, ne? Ja, Jamie Oliver, genau. Genau, genau. Von dem schaue ich mir auch ab und zu mal ein paar Videos an. Vom Jamie. Geil, Essen ist schon geil, ne? Also wenn ich genug Geld hätte, ne? Wisst ihr, was ich machen würde? Das habe ich zu meiner Freundin schon gesagt. Ich würde mir einen Koch einstellen, ne? Ich würde mir einen Koch hier hinstellen. Ich würde den jedem Sonntagabend, würde ich den einen Plan geben, was er von Montag bis zum nächsten Sonntag zu kochen hat, ne? Mittag und abends. Obwohl, Frühstück könnte er auch machen. Spur von Connors? Ja. Nein, noch nichts. Ach, wäre das geil, ey. Schlechte Nachricht. Ne? Connors Haus wimmelt es vor Jägern und vom Arzt keine Spur. Am besten eine Dame. Ich weiß, wo er ist. Ah, das... Auf der anderen Flussseite. Ich glaube, mein Freundin würde damit nicht zurechtkommen. Am besten, ich stelle noch eine ein, die erst der 20 ist oder so, ne? Und die noch von mir Arbeitskleidung bekommt, na natürlich. Ne? Arbeitskleidung und Bikini, ne? Und eine, die serviert, ja. Ein Koch wird mir schon reichen. Vollkommen. Boah, wäre das geil, ey. Boah. Ich hol die Ausrüstung. Ah, okay, Takedown. Oh das shit. Zahlt sich früher aus als gehofft. Ein Zoo. Connors muss hier irgendwo sein. Das muss ich Pete sagen. Sie sind spät. Die Grafik ist echt schon. Man sieht es hier wieder, wie gut die geworden ist. Sofort aufgefallen, wenn ich hier reingelaufen bin. Eine Art Genomaufzeichnung. Sie wollen seine Reptilgene reaktivieren. Sie haben Dr. Connors studiert. Nach Gegnern horchen. Da drin sind viele Jäger. Haben sie sich wohl eingerichtet. Sieht gut aus. Muss in die andere Richtung gucken. Hallo? Ich mag's nicht, wenn man sich an mich ranschleicht. Ich mag's nicht, wenn man sich an mich ranschleicht. Vom Dach aus sehe ich vielleicht mehr. Betäubungsmittel verlieren wir jetzt die Wirkung, wenn wir drüben ist, unwichtig. Okay.
Okay, ganz krass. Du bist am falschen Ort. Also das gefällt mir richtig. Die kann sich mal richtig wehren. Ein Teil davor konnte es ja auch mit dem Schocker, ne? Aber hier haben sie es einfach noch besser gemacht. Zum Elektroschocker. So viele wollten ihn töten. Mensch. Ich sehe nach. Psst. Was sind sie, Doc? Oh mein Gott. Lange hast du jetzt gebraucht, Nick? Bist du noch da? Für die Platin? Wie viele Stunden waren es bei dir? Wieder eine von Totenstille geplagte Nacht. Nicht mal seine Flügel konnte ihn retten. Damit hätte er überlegen sein können. Aber Telefon! Connors Handy! Bitte stopp mich! Harry, ich bin's MJ. Ich bin in einem verlassenen Zoo in Jersey. Bitte nicht. Bitte, ihr versteht das nicht. Schlüssel für Connors Fesseln. Ich muss sie finden. Codeeingabe muss in der Nähe sein. Ich habe nur eine von Clayton's Jagdenleiter. Ich träume immer noch davon. Diese wird besonders. Die Jagd unseres Lebens. Mit genug Treten. Ich sehe nach. Psst. Schön am Zappeln, das gefällt ja Alex, oder? Wenn die Gegner zappeln? Die Jägerin mit dem Code kam hier lang. Wo ist sie? Oh, wer schreibt denn nicht seine Passwörter auf? Mir gefällt alles okay. Ich will nicht was, wissen, was dir alles gefällt. Manguste. Manguste. Vielleicht kennt der ja den Code. Ich muss ihm nur vorgaukeln, dass ich Vika bin. Rufzeichen für den Funk. Mal sehen, wer diese Manguste ist. Hallo, Garin. Symkarianische Lyrik ist wohl ihre Muttersprache. Filmchen, ja. Wegre. Jo, hier. Symkarianisch ist perfekt. Meine Freundin, die hat mir heute erzählt. Vielleicht meins aus. Die hat letztens mit einer Freundin, hat sie. Oder Freundinnen haben sich eine tolle Serie angeschaut, ne? Auf Netflix. Und ich stand so da, hab gemeint, ja.
Und ich habe letztens einen tollen Film angeguckt. Na? Ich glaube, mein Freund hat nicht gecheckt, was ich gemeint habe, ne? Ach, geil, ey. Ne? Die haben eine Art Hierarchie. Sie ist Bulgariens Boss. Das kommt gelegen. Okay, ich hole mir diesen Code. Komm schon. So. Filmchen sind okay auf jeden Fall, ne? Geh einfach ran. Itrika, Vika, Mangusnok. Vika, Bevek Raj. Karin, Elegem Varna, Hiva Shaitbol. Paul Varnak, Akesolek Hostodok. Was ist das für eine Sprache, was sie da sprechen? Ey? Und vergießen Tränen. Oh, genau. Und Männer, genau. Schauen Filme und vergießen Sahne im Überfluss. Das hat sich gut angefühlt. Okay, ich sollte los, bevor im er Überfluss. Herkommt. Wo ist dieses Whiteboard? Oh. So, ich habe keinen Saft mehr. Ich habe keinen Saft mehr. Also Apfelsaft meine ich. Ich selber habe noch genug auf jeden Fall. Na? Da bist du ja. Oh Mann. Ey. Sieht mich. War das noch einer? Muss ich darüber? Darüber? Oh ja, ich muss. Müssen wir uns nicht um dringendere Dinge kümmern? Sei ruhig, Mann. Kann ich darüber? Perfekt. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut wegen Tekken 7. Ey, das Spiel kriegst du auch noch für 12 Euro. Na, aber ich war gestern noch nicht, wie heißt es? Komplett, ich war noch nicht felsenfest entschlossen, mir das zu holen. Ich geh schnell hoch, scheiß auf die. Der Jäger mit dem Schlüssel ist da. Bin nah dran. Da, er hat den Schlüssel. Oh shit, drei Stück. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich kann sie hier spüren. Bei uns. Wenn die Geister der Toten dir so viel Angst machen, solltest du vielleicht den Beruf wechseln. Sie verurteilen mich. Ich höre so darüber mit euch? Shit, shit, shit. Jetzt kreisen sie mich an, die Kleinen. Ich finde es immer dumm, wenn die Gegner aufhören zu suchen. Die haben noch nicht gesehen, dass ich irgendwie einen Raum verlassen habe oder so. Oder ist es so? Normal. Vielleicht ist es das.
Ach, weißt du was, du kannst dich am Arsch lecken, ey. Warum mache ich das überhaupt mit? Okay, Doc. Ich hol sie da raus. Raven ist unterwegs hierher. Wir müssen hier verschwinden. Schnell! Fertig! Raus mit dir! Moment, sie sollte nicht. Sie soll nicht. Kennst du diese Bestie? Er heißt Kurt Connors. Er ist ein guter Mensch. Es gibt keine guten Menschen. Nur gute Beute. Seid ihr zwei okay? Jetzt ja. Es gibt ein Labor. Mhm. Im Atrium. Vielleicht gibt es da eine Probe des Serums. Mir bleibt nicht viel Zeit. Wir verschaffen ihm welche. Den Hügel rauf! Das Glasgebäude! Bitte! Schnell! Wir machen den Weg frei! Haltet durch! Keine Sorge, Doc! Wir bringen hey. Sie zum Labor. Habe ich gar nicht ausgewählt! Ich will. Heute was soll Sie das? Sich nicht. Das nervt mich übelst jetzt. Jäger sind doch eindeutig lebensmüde. Erst Tombstone, jetzt Lizard. Die machen wohl nur die Drecksarbeit für ihren Boss. Die müssen ein dickes Gehalt kriegen. Wer macht jetzt unangebrachte Witze? Du lernst schnell. Ist so krass. Ein paar Jäger passieren uns den Weg. Sie haben sogar ihre Haustiere mitgebracht. Jungs, er sieht nicht gut aus. Ich müsste es. Bitte. Wir sind fast da, Doc. Schön tief atmen. Okay. Okay. Eine überraschende Wendung! Ein euer Boss der Holle! Warum kämpft er nicht gegen uns? Es bleibt seine Zeit. Aber eure schon? Sie haben echt kein Selbstwertgefühl. Gedämmt, wie sieht es aus? Denkt sie einfach weiter ab! Wir lassen nicht zu, dass sie ihnen was antun. Alles wird gut! Bitte! Ich kann das nicht nochmal. Spider-Man! Tut mir leid, aber wir müssen los! Käfig
Schläge. Feuer. Schmutziger Boden. Von giftigen Wolken fernhalten. Nein, jetzt komme ich durcheinander. Kann ich. Doch, bestimmt. Erzählen Sie von Ihrer Familie. An die Arbeit, wir geben euch Deckung. Das, damit kann ich ein Gegenmittel machen. Er ist hier. Tut mir leid. Aber ich bin kurz im Moment gedacht, ich wäre bei Resident Evil, ne? Sagen. Krass, ne? Was war's mit Peter? Mal, wie stark ist denn der andere? Ich weiß gar nicht seinen Namen. Von dem da oben. Ja, tu das. Peter, den um. Ich weiß. Alles wird gut. Komm schon. Ich kann nicht sehen. Was war denn das für ein Messer, das er hier... Das anderen. Komm schon. Verstehe ich nicht. Dass der Peter nicht mehr kann. Siehst du, wir sind Messer. Auf jeden Fall, ey. Das war doch das. Handsigniert von Stallone, oder? Du noch in der fünften Klasse als. Nein. Nein. Du musst wach bleiben, Kumpel. Nein! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ach ja, ey.
So, jetzt. MJ, bring ihn hier weg. Ich erledige das. Alles klar. Fühlt sich das gut an? Oh, jetzt dreht er durch, ne? Er lebt noch. Euer Boss muss wohl besser zielen. Krass, Mann, ey. Werfe Granate! Du bist genau das, was Craven gesucht hat. Dann tut er mir wirklich leid. Ja, der ist ja überbrutal jetzt. Ich weiß es nicht, ey. Der ist ja heftig jetzt. Also ich glaube, der Schwierigkeitsgrad in dem Spiel, der ist einfach nur zu Deko. Ja. Also jetzt ist er richtig, jetzt ist er über... Also Peter, war, der war schon krass und jetzt ist er... Das ist God-Mode auf jeden Fall jetzt, ne? Unterwegs. Jetzt ist rum auf jeden Fall. Das ist God-Mode jetzt. Heftig. Sogar die Gegner mit dem Schild, ich hau die jetzt ohne Probleme weg. Ja, genau. Ja, ich habe gedacht, na, bei dem letzten Teil, na, also nicht bei Miles Morales, sondern bei Teil 1, na, Neues Spiel Plus auf Ultimativ wird herausfordernd, aber das war, naja, war lasch, ja, war lasch. Anzug, halt also deine. Ja. Aber der kann ja alles. Der hat 100.000 Gadgets, die er werfen kann. Jetzt hat er noch Fähigkeiten. Jetzt ist er noch Venom. Der. Okay. Was kommt noch als nächstes? Wie hast du ihn mir gegeben? Ich weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Okay. Ich meine, mich soll es nicht stören. Weil umso schneller ich hier fertig bin, umso schneller kann ich weitermachen mit Dark Souls. Dann wird Platin Mike wieder zu Rage Mike, ne? Ich muss sagen, das gefällt mir mehr, ne? Bist du okay? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir müssen Dr. Connors finden. Leider. Ist er zurzeit ein sabberndes Reptil? Craven! Das Serum! Er trug es am Hals. Das hat er bei Dr. Connors benutzt. Wenn wir das Serum finden, könnten wir es analysieren und mit der Ausrüstung hier ein Gegenmittel herstellen. Und Dr. Connors aus Lizardland zurückholen. Ich hefte mich mal an Cravens Fersen. Ja, klar, Souls ist halt. Ich ja, weiß, ey. Hat er was zurückgelassen? Ich bin fast fertig jetzt. Ich hab fast die Platin. Wenn nichts mehr Dummes läuft, passiert. Ich will's halt fertig haben, ne? In Little Odessa gibt es ein. So, Little Odessa. Handhaus, die sich auf Seltenheiten spezialisiert wie das Messer. Es bockt schon, klar. Fangen wir dort an. Gute Idee. Das Schräge ist, ich fühle mich lebendiger. So geht. Ging es mir auch. Wie funktioniert das Teil? Ganz ehrlich, ich kann es nicht erklären. Ich habe auch bei meinem letzten Teil von Dark Souls Remastered habe ich mir gedacht, aber lass dich nicht wieder abstechen. Ich mache ein
als erstes den Gargoyle. Läute die erste Glocke. Danach mache ich sofort die Katakombe. Und es gibt ja keine Schnellreise am Anfang. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich bin in irgendein Loch reingefallen und ich komme jetzt nicht mehr raus aus den Katakomben. Na, könnt ihr euch das vorstellen? So, ich bin so ausgerastet. Ich komme da nicht mehr raus. Und jetzt habe ich bei YouTube gesehen, es gibt in den Katakomben, da wo ich bin, das ist wirklich so ein Labyrinth. Ich schaff's einfach nicht alleine raus. Da gibt's in irgendeiner Ecke gibt's ein verstecktes Loch, das siehst du einfach nicht. Erst wenn du davor stehst, siehst du, dass es nach unten geht. Total versteckt. Deshalb, ich bin so wütend geworden. Aber okay, jetzt weiß ich's. So. Aber. Wie lange verfolgst du die Kerle schon? Ein paar Wochen. Hab Gerüchte über sie gehört. Wo ist denn das? Sie hinterlassen Tote. Das hole ich auch schon mal hoch. Sehr viel an der Purpurstunde, was auch immer das ist. Eigentlich. Club in Hell's Kitchen? Wow, das Terminator, ist nein. Mir einfach so rausgerutscht. Wer sagt sowas? Hab ich alle fertig, die Games? Oh, das muss ich noch fertig spielen. Ein Moment. Ich muss ganz kurz noch. Ich weiß einfach nicht in Ruhe, ey. Ich stapel, ne. Ich such grad Final Fantasy. Oh, sehe ich gerade so. Best. Eins der besten Games, die es definitiv gibt, ne? Alphabetisch? Nee, weil, Alex, ich habe jetzt hier unter meinem Tisch, habe ich die einfach gestapelt. Ich mache das, wenn ich umgezogen bin und das Regal habe. Weißt du, was ich meine? Hier will ich es nicht mehr machen. Weil ich, wenn ich mein Gaming-Zimmer habe, dann habe ich ja, hole ich mir dann auch ein Regal. Na? Nur für Games, für ein paar Controller und ja, dann mal gucken. Wo habe ich denn das Spiel überhaupt? Habe ich das? Einen Moment. Mich lässt es gerade nicht in Ruhe. Ich mag das nicht. Ich habe so viel Scheiß. Was ist das so? Da ist es. Ich hab's. Eine Porno-Ecke? Nee, nicht ganz. Da kommt eine Couch rein, ein kleiner Kühlschrank. Also so eine schwarze Ledercouch. Dann könnte ich auch Mikes Casting-Couch machen. Aber ich glaube, meine Freundin hätte was dagegen. Paternoster? Was ist das, Schrampler? Jetzt wird's krass. Links gehört mir. Wir sollten. Woran erkennen wir ihren Boss, wenn wir ihn finden? Diese Leute scheinen nicht sonderlich. Das Zimmer wird krass auf jeden Fall. Sehen wir uns an. Ich mach noch einen roten Teppich rein für mich. Mikes liebe Schaukel. Oh fuck, Alter. Der liebe Schaukel. Ich glaube, die sind noch nicht lange hier. Vielleicht höchstens einen Monat. Ach, Mann, ey. Hier oben. Kultisten ausschalten und weitergehen? Klingt gut. Das wär's, ne? Eine Liebesschaukel. Also, das ist anderthalb Jahre her seit. Wie ist es dir ergangen? Den Smalltalk kannst du dir sparen. Wir sind zum Arbeiten hier. Das Narrenfeuer. Wieso bist du sicher, es ist Spider-Man? Weil die Flamme sicher ist. Mit drei fetten Kameras? Wenn du Zweifel hast.
Das ist kein Smalltalk für mich! Ich hab mich um dich gesorgt! Mir geht's gut. Ich war wütend und nachlässig. Jetzt bin ich voll da. Stabil. Klar, warum nicht, oder? Wenn ich Single wäre, würde ich es wahrscheinlich machen. Noch keine Spur von ihrem Boss. Gehen wir weiter. Ist doch geil, oder? So eine Couch, wo wir mal ein paar Filme drehen. Versperrt. Wenn ich sie aufbreche, geht bestimmt ein Alarm los. Funktioniert wohl ohne Schlüssel. Irgendwo hier lässt die sich entriegeln. Neue Rekruten werden nach dem Beitritt wohl in Paare gruppiert. Gut, um alle im Auge zu behalten. Einmal in der Woche wird man zum Ei. Mike's Casting Couch eingeladen, ey. Genau, und ein Zuschauer darf dann immer Kameramann sein. Genau, das wär's, ey. Das wär's. Ach, geil, ey. Zeigen in der Sekte die Hierarchie. Elektrisches Sortieregal? Echt? Oh, fuck, Alter, was gibt's denn für Sachen, ey? Willst du das der Klasse mitteilen? Das ist für sehr Faule, oder? Aha, die Tür öffnet sich nur, wenn sie das richtige Paar Tattoos erkennt. Ich hab meins. Siehst du jemanden mit einem Hephaistos-Tattoo? Bitte nicht aufwachen. Und nicht das Tattoo, das ich suche. Toll. Wer sagt's denn? Alle guten Dinge sind zwei. Und hast du irgendwelche Tattoos? Nur das von Spider-Corps gerade. Er spuckt dir das Spiel aus, echt? Wie so ein Automat, hä? Wirklich? Ist es dann mehr wie so ein Automat? Boah, geil, so ein Automat. Gibst das Spiel ein und er lässt dir das Spiel unten raus am Fach. Boah, das wär's. Boah. Book of Raw Automat, ey. Wenn du nochmal abhaust, wird er nicht so gnädig sein. Ach, Mann, ein Kumpel von mir hat mal so ein Spielautomat daheim gehabt. Denn alles na? Da weißt du schon, was abgeht, auf jeden Fall. Na? Denn alles brennt. Ne? Ach. Also, wenn die Sucht packt, dann richtig, ne? Im Gaming sind wir dann Book of Raw Automat, ey. Hast du das vorher schon mal gehört? Sehen wir nach den Gefangenen. Wir bringen dich hier raus. Die Türsteuerung ist nebenan. Schnell! Wie viele Anhänger sind in dem Gebäude? Ich weiß es nicht. Viele. Ach komm, kack drauf. Dringe tief an das Gebäude an. Wo ist sie jetzt hin? Wenn das die Anhänger der Flamme sind, die Flamme dann da unten. Ich glaube nicht. Er ist noch würdig. Und ey, schaut mal an, jetzt kann man Koop die Gegner töten. Alles okay. Ey, das Spiel wäre perfekt für den Koop-Modus gewesen. Ich verstehe es nicht. Warum macht man es nicht mal? Vor der Welt verbergen. Da die Welt dir von nun an nichts mehr anhaben kann. Muss mal Google groß Film haben, das ist im Lager. Echt? Gibt es hier noch mehr als diesen Bildschirm schon? Okay, das interessiert mich zwar jetzt sehr sogar, ne? Mal schauen, was so einer kostet, ey. Oh Mann, wartet mal, ey. Das interessiert mich jetzt. Oh Mann, ey. So. So, da haben wir es doch. Ich kopiere mir das schnell ab. So. Regal, ja, ich will ein Regal haben.
Ach, das sind doch so Industrieautomaten. Natürlich kenne ich die. Natürlich. Na klar kenne ich. Wir hatten damals auf der Arbeit, hat man gefühlt alle 40, 50 Meter so einen stehen. Bis mit der Chipkarte hingegangen. Und hast dich eingeloggt, dann konntest du dir zum Beispiel Handschuhe oder Handcreme und sowas rausholen. Doch, doch, ich kenne das. Es sieht auf jeden Fall so aus. Das Brandmal ist Schild und Schwert. Irgendwo die Türsteuerung? Na, ich weiß nicht. Mhm. Wir müssen echt aufhören, uns so zu treffen, Yuri. Sonst glauben die Leute noch, du willst mich töten. Hätte nie gedacht, dass du noch mal jemanden überlistest, einem deiner Clubs beizutreten. Liebe ist nie eine List. Nichts davon ist Liebe. Ich habe die Hand ausgestreckt, als es niemand sonst tun wollte. Ich wette, du oder das Narrenfeuer hätten das nicht getan. Aber was wäre nötig, damit du mich auch liebst? Verrat mir dein Versteck, dann zeige ich's dir. Das ist ausdrücklich von Astoria. Bist jederzeit willkommen. Wenn ihr würdig seid. So, wer kommt jetzt? Machen wir mal kurz den Prozess, oder? Nein! Ich habe keinen Verdacht, aber ich wusste es erst, als ich ihn sah. Das war schon. Er ist gar nicht hier. Wir müssen ihn verfolgen. Das ist so übertrieben einfach. Warte hier. Wir gucken, dass es sicher ist. Du willst die Tür aufmachen? Wieso nicht? Komm. Okay, das Wichtigste zuerst. Woher weiß er, wer du bist? Meine Stimme. Als ich ihn als Polizist in Jacke gesehen sie. Er fand raus, wer ich war, um mir zu sagen, dass ich scheitere. Was weißt du noch über ihn? Eine vorherige Gruppe? Als wir kurz davor waren, ihn zu fangen, sagten wir ihm, dass es kein Glück ist. Hat sie umgebracht, damit jemand mit uns redet und sie wissen es zu. Er ist ein Monster. Das ist das erste Mal, dass du ihn gesehen hast, seit er entkommen ist? Ich habe lange versucht, ihn aufzuspüren, aber andere Fälle fahren dazwischen. Ich wusste aber, dass er nicht weit ist. Und die Anhänger der Flamme? Sind die wie seine alte Gruppe? Diese Gruppe war klein. Diese Leute hier. Ich weiß nicht, was größer ist, ihre Anzahl oder ihr Selbstvertrauen. Jetzt lass uns die Leute hier rausbringen. Wir brauchen nicht lange zum Krankenhaus. Yuri!
Das ist die offensichtlichste Falle aller Zeiten. Boah, was? Hier haben schon 23 Uhr gleich? Und ich was ist hier los? Wir können nicht warten. Du weißt nicht, wie er ist. Krass. Ich weiß, dass es nichts bringt.